Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Wir sind hier unter einer Brücke in einer Art Autotunnel mit radioaktiver Flüssigkeit. Und wir müssen hier von Plattform zu Plattform springen. Etwa so. Und wie man sieht, die Autos sinken dabei ein, so dass wir nicht ewig im Flugzeug stehen können. Ja, oh, das heißt nichts Gutes. Die Dinger kennen wir noch. Ich schnapp mir mal eins, denn wenn wir die Dinger sehen, dann heißt das, hier ist... Okay. Hier sind höchstwahrscheinlich Zombies. Nehme ich mal an. So, dreh dich rum. Du Ding. Ja, wo jetzt hin? Wir könnten jetzt hier zu diesem... Wir können uns den hier holen. Sehr schön. Dann speichern wir mal. Ja, das mit den Zombies. Mit dem Ding. Aber da sehen wir es. Wie ich sagte. Zombies. Zwei Schuss haben wir frei. Einmal hoch. Ich hätte die linke Maus das nehmen sollen. Na egal, das Ding ist da. Einmal. Nochmal, der ist ja schließlich jetzt weg. Einmal. So, ich bin mir ziemlich sicher, das waren nicht die letzten. Ach, da hinten sind hier sogar noch Explosivfässer, die wir verwenden können. Okay. So. Weiter, ich speichere mal nach jedem Schritt. Weil ja irgendwann. Hier, wie gesagt, davon aus, dass sind nicht die einzigen Zombies, aber irgendwann werden die anderen auch noch kommen. Naja, okay, hier in der Mitte und dort sind wir also an einer sicheren Stelle. Relativ sicher. Das ist die Unterhälfte von dem Zombie, das heißt, hier ist tatsächlich sogar unser Sägeblatt. Sagen, die kommt doch bestimmt noch einer. Das kann nicht der letzte gewesen sein. Ich habe auch noch einen gehört. Und da ist auch einer und noch einer. Einmal nachwechseln und da sind noch mehr. Der wird jetzt gleich die Fässer wegstumpfen. Damit haben wir freies Schussfeld. So, das waren natürlich alle. Mal. Ich muss auch gestehen, ich weiß nicht wirklich, wo wir hin müssen. Ich gehe mal davon aus, einfach auf die andere Seite. Das würde dann heißen, dass wir hier eigentlich recht gut aufgehoben sind. Hier rauf. So. Dann erstmal wieder speichern. So. Dieses Mal gibt es nicht wie vorhin noch eine Timelapse, wenn ich das mache. So, was wir gucken. Nein. War doch richtig. Okay, scheint so, als wenn der dich nicht mehr lebt. Also doch noch einer. Zwei Stück. So. Und der hier findet gerade nicht den Weg zu uns. Dann machen wir das halt so. Genau hier rein.
Da mache ich nicht mit. Das ist genau der Grund, warum ich immer speichere. So. Ah ja, ich kann mir vorstellen, wir müssen jetzt hier hoch. Weil das so schön sich anbietet. So, auf das Auto, das bestimmt jetzt auch. Nein, das geht nicht unter. Gut. Ja, das war's auch. Dann geht das hier hoch. Und mit Sicherheit hier rein. Ja. Sehr schön, dann wollen wir doch mal gucken, was hier unten erwartet. Plopp. Da geht's nicht weiter. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt unsere Freunde hier durchlassen. Die auf der anderen Seite sind. Wahrscheinlich nochmal ein paar. Hey, it's me. Open the door. Ja. I see you made it through okay. Figured you would. So. Hey everybody, follow Freeman. Dann haben wir unser Squad wieder und können hier weiter nach oben in den nächsten Abschnitt. Mhm. Ja, hier ist wieder diese Wand. Ich habe das Ding einfach gespeichert im Kopf als so Tabellenwand. Jetzt wahrscheinlich ja noch die blöden. Nee, das sind nur die schnellen. Sehr schön. Mitten im Sprung abgeschossen. So gefällt das. So. Okay, das will ich auch genau tun. Keep moving ist das, was wir tun. Oh, ein Headcrab. Bitte. Jetzt bleibt mein Charakter auch noch an den... Na, hier ist mein... An den... an den Brettern, der auf dem Boden hängen. Okay. Jetzt nicht weiter. Gegen dieses große Vieh haben wir leider keine Chance momentan. Deswegen habe ich jetzt gar nicht den Kampf gesucht. So, speichern. Erst wenn wir gewonnen haben, meine Liebe. Kommt mit. Kommt mit, schließt euch uns an. Wir sorgen dafür, dass das alles endet. Geht mal aus dem Weg. Wir gehen jetzt hier runter. Dieses Haus. Das Passwort ist Passwort. Okay, dann stellt sich nicht genau in meine Schusslinie, sodass ich ihm einen vollen Headshot verpasse. Ah, Munition für die. Das war nicht sonderlich toll. Nun gut. Ich bin eben kein guter Schütze. Okay.
So, einmal hier hoch und gleich wieder hier runter. Ja, fantastisch. Kommt ihr nach? Na, ist ja auch egal. Ah, hier geht's weiter. Den haben wir von hinten erledigt. So, dann kommt hier auch die Brücke. Okay, come across. So, dass wir hier zu den anderen können. Oh. Die Granate hatte ich nicht bemerkt. Take this medkit. Aber zum Glück haben wir unseren freundlichen Medic. Ach, das ist nur so ein Stück Metall, was da reinragt. Der uns heilt. So. Ja, ich weiß, ich speichere ein wenig auf. Aber. Ach ja. Ja, schnappt euch einfach eine Brechstange und ihr kriegt die einfach platt. Gedanken machen, nicht über die da. So, Medkit. Gut, dann würde ich sagen, springen wir hier runter. Plupp. Warten wir erstmal, bis er aufhört zu brennen. Wobei, hätte ich ihn abgeschossen. Das hat man. So, ja, das war ungünstig. So wäre es günstiger gewesen. Ah, da ist die Mine. Dann komm mal her. Und tschüss. So, ist er da oben. Geh doch mal aus dem Weg. Steht sich so, dass ich in die Granate laufen muss. In der Garage stehen bleiben muss. Ich würde sagen, mir zu viel. Dankeschön für das Medkit. Ich würde sagen, wir gehen zu viel rein. So. Und machen uns mal weiter nach oben. Hier ist noch ein Cache. 17. Also eins können meine Leute gut und das ist im Weg stehen. Ich bin in diesen Spielen ein guter Spieler und auch ein Teamspieler. Ja doch. Das war unklug. Aber dafür gibt es Spielstände. So. Einfach, also gibt es überall Medkits, um das mal zu heilen. So.
gesehen. Und wie man sieht, in dem Modus kann man sogar gehen. Mit der normalen Handfeuerwaffe. Ist ja tatsächlich mit den Zöchern sein. So, gucken wir mal, was bei denen so ist. Nichts, was wir brauchen können. Aufgrund des Feuers sehen wir leider nicht viel, deswegen mache ich jetzt den hier. Bis eine Seite gewonnen hat, etwas, oder zumindest bis eine Seite stärker ist. Und bekämpfen einfach nur die Sieger. So, da haben wir weniger Gegner, als wenn wir jetzt da runterspringen und einfach alles umnieden. So, geht's hier lang? Nein. Da ist ein Lambda-Symbol, da wollen wir doch hin. Das heißt nämlich, dass es da was zu holen gibt. Aha. Würde ich sagen, mit dir, du Mülltonne, du auch, aber dich will ich haben. So, und dich auch. Sehr schön. So, das hier war aber tatsächlich nur Bonus. Dann gucken wir mal hier die Treppe hoch und mal einmal speichern. Und das ist der nächste Abschnitt. Unser Squad hat leider nicht überlebt. Und hier sind wieder irgendwelche, die will ich haben. Hier ist Selbstschussanlagen, die auf Zombies schießen. Da unten sind sie. Noch ab. Ich schalte jetzt nochmal ab. So, das war ein Gegner. Ah, da sind noch welche, okay. Ja, manchmal muss man einfach geduldig sein. Ich weiß, da ist noch ein zweiter. Die steht hier. Und ich würde sagen, die nehmen wir uns jetzt auch vor, indem wir einfach eine Granate hinwerfen, die hier dann wegspringt. So, oh, super, jetzt steht die da. Und gut. Dann werfen sie auch damit um. So. Und runter. Aufladen. Das bedeutet, hier kommt jetzt wahrscheinlich wieder ein relativ gewaltiger Kampf. Alex, schön dich zu sehen. Ich hatte ein Gefühl, dass ich dich hier finde. Ich habe Dr. Kleiner in einem sicheren Ort. Jetzt können wir mit Barney verbinden. Die hat mir bestimmt einen Chip verpasst. Ach, diese Schwurbler. Das ist der Vorteil von den Chips in der Impfung, ja? Also hier, Alex findet uns immer. Sorry, Gordon. So, dann wollen wir mal. Hier sind natürlich überall noch Soldaten. Sagt, ich gehe schon ein paar raus. Ja, Alex, lass mich doch einfach vorbei. Na, bitte geht doch.
sie kann ja gut kämpfen und so, aber wenn sie mal stehen bleibt. Okay. Na komm, geh durch die Tür. Geh durch die Tür. Jetzt blieb der in der Tür hängen. Ich glaub das nicht. There's a generator in the square outside. We're trying to disable as many as we can to loosen the Combine's grip on this sector. It'll take me a few minutes to expose the core, then I'll need you to hit it with a burst from the gravity gun. In the meantime, watch my back. Okay, aber super, vorher lade ich aber nochmal schnell meine Lebensenergie wieder auf. Die macht schon die Tür auf, das war irgendwo hier. So, einmal und zweimal. Ja, ihr hättet da unten bleiben können, ganz ehrlich. Ich bin nur ganz kurz meine Energie aufladen gegangen. So, Alex, wo geht's lang? Ah, hier geht's durch, gut. Gut, gut, gut. Dann schauen wir mal hier rein. Da geht's nicht lang. Sorry, Doc. Ah, siehst du, der entschuldigt sich zumindest. Wobei, ganz ehrlich, es müsste auch nicht einfach aus dem Weg gehen, würde schon helfen. Und hier sind wir draußen auf dem Platz. Und jetzt müssen wir Alex beschützen, wenn sie hier diesen... Das wäre jetzt nicht gut eigentlich. Eigentlich sollte er die Mine... So, was ich für mich mache, ist die Softwareminen hier hinbringen. So, dass wenn die Soldaten hier ankommen, die einen gebührenden Empfang kriegen. Des Weiteren kann ich hier noch Zeugs einsammeln. Hier liegt noch eine Mine. Hier auch. So. Ich kann nicht rennen, wenn ich die Mine halte. Während ich nicht hier rauskomme. Unberechenbar. Okay, das ist ein Kampf, das ist zu. So, ich muss hier eine Aktion sammeln gehen. Ich
da habe ich keinen zum Tod. Okay, das ist das innere Schild, was langsam runtergeht. So, also vielleicht sollte ich hier nochmal die Munition von denen einsammeln. Gravity Gun. Nein, geht noch nicht. So, jetzt sollte das aber klappen. Nein. Das ist eigentlich... Jetzt, alles. Das war der Knopf, den ich gesucht habe. Und hier einmal durch. So. Okay, Barney should be on the far side of that canal. Oh. Well, there used to be a bridge here. Ja, used to. War mal. Ja. Wait for me here. Wo jetzt lang, Alex? Da haut sie schon wieder ab. Klettert an der Auswand entlang. Na gut, von oben sieht man mehr. Pass bloß auf, dass du da nicht runterfällst. Dein Dad wird mich rund machen, wenn er das sieht. Oder wenn er das erfährt. Schnell bevor das Rohr abbricht. Ja, gib ein Glück. Hey! Looks like we might be able to get through down there. Let's head that way. Ah, no! Hier unten. Gut, dann wird hier geladen. Und dann nehme ich diese Ladestelle hier zum Anlass, um ja, mich zu verabschieden. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe gerade eben nur geguckt, ob die Schnettern hier kommen. Tun sie scheinbar nicht. Der Ton bleibt gleich. Also dann bis nächste Woche. Ciao, miau.